Die Mitte der Ruhe auch gegen wunderschön. Die Windgruppe Eisengel, die Betreuung zu Rot. Beide Mannschaften haben ihre Hochrunde ganz locker überstanden als Gruppenerster. Und wollen natürlich jetzt das Finale, in die Finalrunde, die morgen um 10 Uhr beginnt. Und jetzt die Möglichkeit für die Mitglieder der Hochrauen Kicker zum 1:0. Klasse abgewehrt da hinten. Und sofort gibt es den Tempo-Gegenstoß. Und es ist 1:0. Hier hätten sie machen können. Und drüben wäre das Tor dann 1:0. Also für die Frintropper Eisbrengel. Direkt hinterher, also viele Tore, das ist schön. Hier geht's um alles. Verlieren, ausscheiden oder gewinnen und Runde weiterkommen. Das ist hier das Prinzip. Wolltest du den machen? Ich hab letzte Woche nicht gesagt, dass ich die spüre und mach ich den Panzer. Sieh dir wieder aus, komm her. Ja, mach ich. Die Frühlinger Pinguine, wenn ihr schon da seid, dann geht bitte. Ich brauche dich! Kommt kurz hier bei uns zum zweiten Zelt in der Regie und sagt, dass ihr da seid und dann geht bitte. Hier steht es 1:1. Zwei schnelle Tore. Im Endeffekt, wenn du den nachher hast, kannst du den dann zu Ende mal ansetzen und einfach so auf die Brust setzen. Dieses Spiel gut losgelegt mit zwei Toren direkt hintereinander und jetzt lassen sie ein bisschen Zeit mit dem Tore schießen. Ja doch, da. Es gibt eigentlich auch Ventilator noch drin. Ja, setz mal ab. Genau, da ist Ventilator drin, irgendwo an der Blockbatterie. Die muss man eigentlich nur eintreten und dann kommt der Ventilator rein. Aber der Windschaltung und der Lüfterlauf. Und zu lange hinten drin steht, ist ja, aber so aber bei den Temperaturen macht er keinen. Warst du beim Fußballturnier? Nee. Da war ich nicht da. Weil ich gar nicht gedacht, dass das Ding in einem Arm. Ich glaub, das ist ausgezogen. Ja, schön. Jetzt kommt das. Ich bin da mit und ich bin in dem Kostüm wirklich nur so ein Boxershorts und T-Shirt rein. Ne? Die mussten anschließend das Kostüm rein. Der Torhüter darf übrigens nicht im Tor stehen, aber nicht länger als 3 Sekunden, die sich doch vor der Bude aufhalten. Jetzt gibt es einen 7 Meter. Und mit der Hand spielen darf der Torhüter den Ball auch nicht. Also der letzte Mann darf den Ball nicht mit der Hand spielen. Das ist immer ganz gut, einen großen Spieler da hinten drin zu haben, der dann mit dem Kopf den ganzen Sachen wegfügt. Wir sind warme und Brüder, leg doch warme Brüder, sind wir nicht.
Hi. Da war auch nicht gut. Ein Stoß für die Fritzgruppe Eisbänge. Ganz enge Partie, sollte die Partie nach 10 Minuten unentschieden stehen, gibt es direkt einen 7-Meter-Schießen. Und das spielt dann jeder gegen jeden, also nicht über Fußball abstimmt und dann spielt jeder gegen jeden, sondern sofort trifft einer, der andere nicht, bis derjenige, der getroffen hat, weiter. Das aber nur zum Beispiel Information. Ja, ich bin alleine hier. Du hast nur eine Menge Tore gesehen in dem Spiel. Wie viel Zeit hast du schon gespielt? Nee, mit den Eltern von Henning. Also, ist das eine Menge Zeit? Ja, angetaucht. 10 Minuten. Ach, ja. Raus! Wow. Und bei welcher Mannschaft spielt der Henning denn? Stauder auf Eis. Stauder. Schenken sich nichts die beiden Mannschaften. Geht auch um viel für alle, die jetzt gerade frisch dazugekommen sind. Die Mannschaft, die hier gewinnt, ist morgen in der Finalrunde und kann sich morgen Nachmittag die Krone des Eisfußballs aufsetzen. Das heißt also den WM-Titel einfahren. Ball! So, hier ist der Ball. Auf, Tommy! Bitte, Jan, guck mal! Raus! Raus! Yeah. Und das 2:1! Sauna on ice heißen die. Schiri, Andreas Sommerfeld. Übrigens der einzige Schiedsrichter Weltmeier, den ich nicht mehr erfreien kann. Das Team ist nie noch. Sonst gibt es keinen Wahnsinnigen, der das tut. Wenn du Nummer 13 warst, würde ich auf jeden Fall sterben. Ja, der Schiri ist ja immer schuld. Bei Polasova ist er wirklich auch ganz schön wieder abgesetzt. Cordoba! Ganz knapp Pfosten. Das wäre ein schönes Tor geworden, oder? Sind Fans da, wo die in der Ruhe aufkicken? Ja, Junge! Und das 3:1! Aber da ist nichts verloren. So, einmal den Ball rüber bitte. Die Zeit steht. Ja, 3:1. Stopp, 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 einer reicht. Wie nehme ich hier? Was hat er? Blutgrätsche!
du den Trick noch zweimal, dann glaube ich, du kannst den. Eins. Jetzt wird's. Ja, du kannst den. Jetzt ist es Zeit. Schluss ist 5:1.